Wunderbar, haben wir schon die zweite Rolle gefunden? Läuft doch. Eigentlich hätte ich es zwar besser gefunden, wenn wir da einen Durchgang gehabt hätten, zu der unteren Ebene, aber man kann ja nicht alles haben. Das ist auch in Ordnung so. Komme ich denn hier drüben wieder ohne Probleme hoch? Ja. So, da müssen wir mal schauen. Eins ist noch hier. Da können wir entweder von da oder von da aus ran, wie es aussieht. Ach, das war der Raum mit den Wachen. Ja, ich weiß. Ja, dann müssen wir mal versuchen, da irgendwie reinzukommen. Mal sehen, wie wir das machen. Bewegt er sich jetzt auch die ganze Zeit, oder? Ach so, er steht bloß dort und dreht sich. Das ist in Ordnung, das kannst du tun von mir aus, wie du lustig bist. So, wir müssen nur schauen, schaffe ich das denn von der Zeit her? Puh. Alles gut. Gas ist aktiviert, wunderbar. So, wir müssen dann gleich nach oben, aber ich will noch das eine hier haben. Das eine muss noch sein. Das kriegen wir doch hin, oder? Nein, schon hier unten. Und zwar ist das das nächste nach rechts. Ach, hier hatten wir einen Stromzugang noch, einen Stromdingens. Kommen wir da noch irgendwie anders ran? Vielleicht von der unteren Ebene aus? Könnte das sein? So, schauen wir doch mal. Someone up there? Hey, what was that noise? Machen wir es doch einfach erstmal so. Blöde Lichtschalter, so ein Quark. Wir schalten die Dinger einfach richtig aus. So, da haben wir hier drüben nämlich gleich einen Zugang. Sehe ich gerade. Das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Und zack. Ah, du hast nichts gesehen. Ach so, das ist bloß innerhalb der Anlage hier. Ja gut, hilft mir das denn weiter? Hier drüben ist doch... Ach nee, das ist ja bloß hier, okay. Aber es scheint hier einen Durchgang zu geben. Hinten dran halt. Ihr habt nichts gesehen. Wird sofort wieder angemacht, ist ja bescheuert. Ha, Mist. So, ich hoffe mal, er schaut jetzt nicht weiter, denn ich will jetzt... Gut. Dann kann ich nämlich mal kurz den hier machen. So. Gut, er kommt jetzt schauen, das heißt, ich gehe mal lieber ein bisschen außer Sicht. That wasn't broken a second ago. Nein, wirklich, das hast du sehr gut erkannt, Sherlock. Okay, er schaut noch. No sign of target over here. Gut, dann verzieh dich. Wunderbar. Hey, got a breach over the target. Was? Ach, der Lichtkegel ging bis hier vor. Na, das ist ja Mist. Komm, töte mich. Töte mich! Okay, sollte aber prinzipiell möglich sein, dort reinzukommen. So, gehen wir hier in Deckung. Machen wir den Spaß. Keine Ahnung, vielleicht die zerbrechenden Lichter? Was denkst du? So, ein Schlückchen von meinem Shake. Ah, wunderbar. Was? Ah, fick. Mensch, vorhin habe ich es doch auch hingekriegt. Ja komm, mach hinne. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, bring mich schneller um. So. Aber wir können uns gar nicht an der Decke festhalten hier. Wie lange ist das aus? Ach okay, er geht darüber, um das Licht anzumachen. Ah, ich verstehe. Die haben noch einen extra Lichtschalter. Ja gut, wenn das so ist, dann brauchst du die natürlich wirklich nicht zerstören, sondern machst sie einfach aus und mach dann schnell rüber. Das sollte dann weniger das Problem sein. Komm, verzieh dich. Mach das Licht drüben an. Alter. Ich habe gerade das Licht ausgemacht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Junge.
Willst du mich verarschen? Ja, jetzt interessiert es ihn nicht mehr. Willst du mich denn rollen oder was? Gibt's denn das? Ich fass es nicht. Jetzt muss ich wieder eine Rauchbombe verschwenden hier. Na gut, wenn das so ist, dann schauen wir doch mal hier drüben. Was ist denn da oben los? So, ziehen wir doch einfach mal hier lang. Niemand, hier ist überhaupt nichts los. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Hey, there is someone. Ernsthaft, der sieht mich? Scheiße. Ich dachte, ich bin hinter dem Vorsprung versteckt. Tut mir leid, dass das jetzt so ein bisschen dauert hier. Ich würde aber sehr gerne eigentlich alle aktivieren. Hello? Huh? Did I hear something? Nein. Du bist taub, du kannst nichts gehört haben. Krieg ich das andere Licht auch noch ins Bild? Nee, krieg ich nicht. Ich muss es halt einzeln machen. Gut, warten wir einfach ein bisschen. Abwarten und Tee trinken. Schneller? Vielleicht ein bisschen? No one. Let's move on. Ja. Gut. Hey! Wie hat er mich denn gesehen? Ich verstehe es nicht. Hey, guys! Oh Mann. Ich kann dort nicht hinter die Pflanze gehen, ohne dass ich in das Licht trete, ernsthaft? Dann stell's doch bitte so dar, dass man es auch unterscheiden kann, ob man ins Licht tritt oder nicht. Das wäre sehr schön. Dann würde ich natürlich auch dementsprechend mehr Vorsicht walten lassen dabei. Es sah aber nicht danach aus, als ob ich dort im Licht wäre. Go check it out. Mann. That's weird. You need to get that fixed. Mhm. Komm, ist gut. Weg mit dir. No sign of target over here. Schön, dass du es jetzt hast, endlich. Gut, er hat es nicht gehört, das ist schön. Mache ich es denn jetzt einfach kaputt, oder wie mache ich das denn? You hear something? So. Machen wir es doch mal so. Ich glaube, das ist besser als da oben. Ja, ja, genau, da oben hätte er mich voll gesehen. Ich glaube, das war schon ganz recht so. Ah, waste of time. Ich weiß bloß nicht, was passiert hier hinten mit dem Schalter, ob der irgendwas für mich hier deaktivieren kann, was ich gebrauchen könnte. Oder ob der eigentlich ziemlich nutzlos ist. Ich meine, ich muss ja irgendwie an dem Ding vorbeikommen. Das kann ja eigentlich bloß über den Schalter da gehen. Oder? Nee, das hilft mir gar nichts. Fuck. Ernsthaft? Oh. Sorry, Leute. Okay, aber dieses Ding, das macht ja eigentlich bloß ein Geräusch, ein Warngeräusch. Nein, da will ich nicht rein. Das heißt, eigentlich müssten wir noch schnell genug da durchschlüpfen können, oder? What is that? Würde ich zumindest denken. Geh mal einen Schritt. Hallo. So. Tut mir leid, ich hänge jetzt hier ewig fest, ich weiß, aber ich will es machen. Also ich will alle 6 aktivieren. Und bei dem scheint es halt ein bisschen komplexer zu sein. Huh? The light's broken. Nee. Das zieht sich schon ein bisschen hier. Habt ihr's? Danke. So, erstmal lassen wir ihn ein bisschen wegziehen, damit wir hier ungestört ran können. So. Go check that out, will ya? Ihr seid solche Experten, Leute. Naja, gut, was soll's. Können ja nicht alle so hyperintelligent und super sein wie ich hier. So, haben wir's. Sehr gut. Dann würde ich sagen. Was, das löst direkt einen Alarm aus? Seit wann denn das? Vorhin hat es nicht direkt den Alarm ausgelöst, ne?
Ich verstehe das nicht, sorry, aber das ist mir zu hoch hier. Ist mir jetzt egal, ich scheiß drauf. No sign of target over here. Ah, das habe ich jetzt nicht verstanden. Vorhin hat es nicht sofort einen Alarm ausgelöst, jetzt aber schon. So, wie weit geht das rum? Nicht so weit. Das heißt, wir sollten ja eigentlich... Puh! Da hat er mich fast gesehen. Wo muss man denn eigentlich hin? Ach, hier ganz ans Ende, okay. So, wie weit kommt der rum? Der bleibt dort, okay. Yes, he's somewhere else. So, hier oben komme ich überhaupt nicht weiter. Das bringt mir also gar nichts. Ho, 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 das war sehr knapp, aber es hat funktioniert. So, gehen wir doch einfach mal hier durch. So, die Tür machen wir zu. So, damit haben wir jetzt hier schon mal Ruhe. Wunderbar. Job erledigt. Alarm wurde zwar ausgelöst, aber was soll's. Nee, tatsächlich. Das hast du sehr gut erkannt. Okay, machen wir uns auf nach oben. Gibt's halt keine Punkte für das Vermeiden jeglichen Alarmauslösens. Aber damit kann ich leben. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wie man dort hätte durchkommen sollen, ohne den Alarm auszulösen. So, die Rauchbomben, helfen die mir hier oder muss ich drüben lang? Ah, nur ein Streichholz übrig. Das da. So, das Vögelchen töten wir mal. That fuse panel doesn't look too sturdy. And look at the way it throws off sparks. Aha. This might be just what we need. Sieht irgendwie nicht so gesund aus. Für mich. Ho! Ja. Ich muss dann wahrscheinlich irgendwie mal nach oben. Kann ich denn hier irgendwie noch weiter vorne dran oder so? Nee, ne? Ach, ich kann an dem Ding selbst rumklettern. Das ist bestimmt gesund. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja, lass das mal hier rüber gehen. Und Feierabend. Lass es brennen. Wow. Das nenne ich meine Stichflamme. Ich glaube, wir verziehen uns dann mal. Und wir haben es geschafft. Haha. Das ist in Ordnung, denke ich mal. Die anderen zwei Sachen wären wieder aggressiv gewesen, hätten wir wieder Leute töten müssen. Eine Rolle haben wir nicht gefunden, okay. Aber, ich meine, punktetechnisch hat es trotzdem gereicht, obwohl wir halt keinen Sonderbonus für keine Alarme ausgelöst kriegen. Jetzt nicht so schlimm, glaube ich. So, ich nehme nochmal ein Schlückchen und dann geht's auf in die nächste Mission. Ah, lecker. Los geht's. Neue Punkte für uns, aber eigentlich nichts Neues zum Lernen. Dann lassen wir das doch auch, würde ich sagen. Brauchen wir nicht unbedingt. Ja, ja, können wir uns sparen. Für ein andermal. Auch hier, nee, ich will garantiert nicht mit den Geräuschentwicklern losmarschieren. So, machen wir das so. Wir sind fertig mit Ausrüsten. Jetzt wird es langsam mal Zeit, dass wir Graf Karajan fertig machen, oder? Das war ja eigentlich unser Ziel.